der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 37. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder, ich glaube, ganz eine interessante Sendung, wie ich immer sage, aber auch heute bin ich davon überzeugt, dass das wirklich ganz eine schöne Sendung werden wird. Auch heute eine Premiere in der Sendung, kündige ich jetzt schon an, also ich hoffe, wir machen es dann auf alle Fälle, dass Live-Musik in der Sendung sein wird, ja. Bis jetzt war ja alles nur vorbereitete oder aufgenommene Musik und heute aber einmal Live-Musik. Ich glaube, das wird wirklich toll werden. Das Thema oder der Titel der Sendung Empowerment und Sinn. Empowerment habe ich immer ein bisschen ausgedacht. Eigentlich geht es heute um die Tiroler, um den Tiroler Kerngruppenverein. Was das genau ist, da kommen wir dann noch hin. Es geht um Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Handicaps, ein Mensch mit Down-Syndrom, die einen Verein gegründet haben in Richtung, und da glaube ich, passt der Begriff Empowerment ganz gut, weil es wirklich so in Richtung, Empowerment heißt so übersetzt Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung und es geht um Autonomie, es geht um Selbstbestimmung, geht um Selbstverantwortlichsein, geht um ein Gefühl, dass ich einen Einfluss habe, dass ich einfach so meinen eigenen Machtspielraum auch habe, dass ich einfach entdecke und wahrnehme, wo sind meine Ressourcen, was kann ich denn alles im Leben, oder? Und das spiegelt für mich halt ganz, ganz stark dieser Verein auch wieder. Und von dem her freue ich mich richtig auf die Sendung. Meine Damen und Herren, heute sind wir ganz viele Leute hier im Studio, also so viele waren bei mir noch nie in der Sendung. Wir sind heute insgesamt zu sechst.
Ja, es ist zum einen da der Florian Böschner, der Marco Falkner und der Egon Lamprecht, alle drei die Vorstände des Vereines, Tiroler Kerngruppenverein. Und dann weiters noch hier die Martha Böschner und der Andi Böschner, die sind die Eltern von Florian. Also euch auch vielen Dank, dass ihr hier bei mir im Studio seid. Und bei dem Live-Stückel, was wir dann vielleicht auch hören, ich glaube schon ganz stark, da wird dann auch der Andi in Florian begleiten. Also von daher nicht nur stille Zuhörer oder was ein bisschen die Sendung verfolgen, sondern ich glaube schon, also erstens einmal musikalisch, dass sie sich ein bisschen einmischen, aber vielleicht auch die eine oder andere Wortmeldung. Also bitte mischt euch ein, gell? Es braucht nicht nur da hocken, sondern sagt's was, auf alle Fälle. Ja? Meine Damen und Herren, wenn Sie zur Sprache kommen wollen, dann bitte gern rufen Sie an in der Sendung. Es ist eine Live-Sendung, alles, was Sie hören, findet jetzt da statt. Die Nummer hier im Studio ist 0512 56 02 91 11. Ich sag's Ihnen nochmal, vielleicht holen Sie Ihnen gerade einen Zettel zum Aufschreiben. 0512 56 02 91 11. Dann sind Sie hier live im Studio und dann können Sie gerne Ihre Wortmeldung ja, einfach da live sagen oder Sie können mitdiskutieren. Bitte machen Sie es auf alle Fälle. Ich werde Ihnen vielleicht diese Telefonnummer noch im Laufe der Sendung öfter mal sagen, dass Sie einfach erinnert werden. Wie Sie es schon gewohnt sind, auch aus den vergangenen Sendungen, möchte ich wieder am Anfang so diesen existenziellen Steckbrief machen. Das heißt, dass Sie ein bisschen eine Ahnung haben, so von den heutigen Studiogästen bei mir hier in der Sendung. Ein Studiogast werde ich allerdings da nicht mehr so von existenziellen Steckbrief zu Wort kommen lassen. Das ist der Egon Lamprecht. Wenn Sie da Näheres hören wollen, gell, dann gehen Sie einfach auf die Seite www.sinn-los.at und gehen Sie zur Sendung Nummer 35. Da war der Egon schon bei mir in der Sendung zum Thema Gewalt im Alter und Sinn. Und da können Sie auch den Background von Egon auch nochmal erfahren. Gell, also scheuen Sie sich nicht, gehen Sie hin und dann hören Sie das auch vielleicht, wenn Sie wollen, noch einmal nach. Aber fangen wir mit den zwei Studiogästen an. So, ich sage mal so, zwei Hauptpersonen, auch hier im Studio jetzt heute, der Florian und der Marco. Ja, Florian, was fällt dir denn ein zu geboren oder was war denn da wichtig, dass die Leute so am Radio einfach wissen von dir? Ich bin geboren am 27.04.1980 in Sams. Ja. Okay. Marco, du? Ich bin am 31.08.74 geboren in Innsbruck, im alten Sanatorium in Rom. Alten Sanatorium, okay. Also Zams und Innsbruck Rom. Aha. Okay. Florian, so aufgewachsen, was fällt dir denn da ein? Wie bist denn du aufgewachsen? Wie war denn so deine Kindheit? Meine Kindheit, meine Kindheit war in Sachsen-Anhalt, haben ein paar schöne Tage gehabt in Sachsen-Anhalt, haben wir ein bisschen Freund kennengelernt. Das war der Marco, mein Jugendfreund. Da bin ich sehr oft benannt gewesen, haben alle gespielt miteinander. In der Jugendzeit, das war für mich das Allerschönste gewesen. Also ganz interessant, ist zwar kennt ihr euch eigentlich schon ganz, ganz früher, oder? Habt ihr es erst kennengelernt? Aha. Ja, wir haben uns kennengelernt, hat er mich eingeladen, Mathe Tirol, haben uns getroffen, miteinander Kaffee getrunken. Das war ganz nett. Ja, schön, dass das immer noch so ganz präsent da ist, oder? Wow, wow. Schön. Marco, was ist bei dir so, wo du sagst, das ist so zentral? Ja, ich muss dazu sagen, ich muss mich ehrlich beim Florian erstens einmal ganz, ganz, ganz krass bedanken, dass ich überhaupt auf in seinem Verein, was er eigentlich mit Egon gegründet hat, dabei sein dürfen. Dass er überhaupt gesagt hat zu mir,
Du merkst, wir brauchen so einen Vorstand drinnen, so wie die. Und ich muss dazu sagen, der Fly und ich sind von Kind auf allem benannt gewesen. Und er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Und er ist mein bester Freund, was ich überhaupt kennengelernt habe. Okay, sehr schön. Was verbindest du sonst noch mit deiner Kindheit? Ich verbinde die Kindheit mit St. Anton, weil ich bin in St. Anton aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Betrieb gehabt in St. Anton, einen Hotelbetrieb. Und ja, es war nicht oft einfach mit der Familie, weil ich habe mir oft gewünscht, dass die Eltern oft mit mir nur ein bisschen Zeit haben. Aber das war halt nicht so. Und ich muss dazu sagen, wenn es mir zu lästig geworden ist oder halt nicht gerade angenehm war, dann bin ich einfach zum Florian gegangen und habe gesagt, du Florian, heute unternehmen wir mal etwas. Ja, schön, schön. Ja. Meine Damen und Herren, Sie hören, ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Es ist ganz eine interessante Sendung und ich finde es total mutig von euch, gell, da zu mir in die Sendung zu kommen und einfach so ganz klar so einfach zu reden, so auch nochmal, wie war die Kindheit oder auch nochmal jetzt andere Fragen, oder? Ich denke mir auch, so aus den vergangenen Sendungen, ich mache jetzt diese Sendung seit 3 Jahren und ich habe ganz unterschiedliche Leute bei mir herinnen gehabt, Leute, die was sehr aufgeregt waren, Leute, die was weniger aufgeregt waren, gell? Aber ich denke mir, wie es das total gut macht, gell? So einfach, als wir, wenn es das schon öfter machen, das, gell? Also, wow, wow. Und meine Damen und Herren, man muss sich ja schon auch nochmal im Hintergrund vielleicht hernehmen, der Florian hat Down-Syndrom und der Marco hat auch ein Handicap. Gell? Also ihr seid alle beide einfach auch Menschen mit, zum einen sagt man Behinderung, zum anderen sagt man mit besonderen Bedürfnissen, zum anderen sagt man Handicap, oder? Und das muss man sich schon auch vor Augen führen, oder? Zum einen, wie mutig oder wie gut oder ich sage mal, dass ihr hier in der Sendung seid. Ja, wow, das ist echt das Traut. Schön, schön. Marco und Florian, was verbindet es denn sonst noch mit der Kindheit? Ist da noch sowas oder ist das eigentlich eh ganz zentral? Wenn du sagst, so aufgewachsen sein miteinander, St. Anton, und das ist eigentlich eh das Zentrale von der Kindheit, oder? Ja? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, ja. Aha. Hast du eigentlich, Florian, weil bei dir ist ja, was ich ein bisschen mitgekriegt habe, Musik so ganz, ganz zentral, gell? Hat das in der Kindheit eigentlich bei dir schon angefangen? Ja, sehr. Bin ich mal. Also zuerst bin ich einmal in meiner Kindheit. Ich tue auch ganz gerne schwimmen. Mhm. Ich tue es auch ganz gerne. Okay. Und das Schwimmen hat mal Mama mir beigebracht. Mhm. Das ist ich zu lernen. Ja, in der Freizeit auch ganz gerne musizieren. Ja, okay. Zusammen mit dem Papa. Und das taugt man ganz sehr gut. Taugt sehr gut, okay. Und ich habe ja gehört, ganz, ganz vielfältig vom Musizieren, oder? Da hast du jetzt so die Maultrommel, oder? Ja. Und was ich gehört habe, aber auch noch andere Instrumente. Was spielst du denn alles? Ja, ich spiele Schlagzeug. Und steirische Zierkabel. Mhm. Okay. Marco, spielst du auch ein Instrument? Nein, leider. Mhm. Was tust du gern? Ich gehe gern mit wandern, reiten, schwimmen. Eigentlich jagen gehe ich mit der Mama oft mit. Und ja, eigentlich sehr viel. Eigentlich. Ich bin vielfältig, kann man sagen. Schön. Weil ich jetzt erst von der Kindheit euch gefragt habe, gell, was ist denn nach der Kindheit dann so quasi passiert? Wie ist denn das weitergegangen zu dem, wo ihr es jetzt heute seid, oder? Zu dem, was ihr vielleicht jetzt auch arbeitet oder was ihr jetzt einfach auch tut. Was ist denn danach noch passiert, nach St. Anton bei dir, Florian? Ja, nach St. Anton war ich im Kindergarten. Mhm. Haben sie mich gefragt, ob ich mit dir möchte. Mhm. Ja, dann
Wir waren in der Volksschule in St. Anton. Haben wir Erstkommunion gehabt. Hey. Und was tust du jetzt? Bist du jetzt immer noch in St. Anton? Nein, ich bin nicht in St. Anton. Ich bin im Bettneu, im Arlberg. Ja? Wir sind so das 10. Jahr im Bettneu mit meinen Eltern. Ah, okay, da seid ihr noch hin umgezogen. Ja. Okay, ja. Und was tust du jetzt? Wo bist du jetzt sonst? Ich bin jetzt seit in der. Ich bin seit 15 Jahren in der Lebenshilfe Landeck. Okay. Was tust du da? Also bin ich in der Kunstkerzengruppe. Okay. Da tun wir, was ich am liebsten tue, Seidenschirme bemaulen. Seidenschirme? Ja, hey. Seidenschirme tue, ja. Bemaulen und dann Bilder maulen und Bilder ausstellen. Hey, okay. Also ganz künstlerisch bist du da tätig? Ja. Ja. Wie der Vater, Sohn, der Sohn. Okay, also der Vater ist auch sehr künstlerisch, ja, mein oder? Papa, sehr, sehr kreativ. Mein Papa ist ein guter Maler, das hat ein bisschen schon von mir. Ah ja, das hat der Papa von dir. Ja, ja, schön. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, super, super. Das war eh, bei der Sendung mit dem Egon, war auch sowas drin, dass der Egon gesagt, so das Musikalische hat er von seiner Tochter. Also, spannend, ja. Dein Vater hat es von dir. Schön. Ja, stimmt, ja. Ja. Du, Marco, wie ist denn das bei dir weitergegangen, so nach deiner Kindheit? Bei mir hat es angefangen, ich bin in St. Anton Kindergarten gegangen und bin nachher mit 3 Jahren ins Elise Bedienen mit Axams Schule gegangen, bis zu meinem Lebensjahr. Und danach habe ich 1 Jahr in Osttirol verbracht. Da haben wir Waschen, Bägeln, Kochen und anderen Computerkurs gehabt. Und dann bin ich nach dem Jahr in St. Anton in Spargeschäft gearbeitet. Und da bin ich 2, 3 Jahre eigentlich in St. Anton im Spargeschäft gewesen. Und dann hat sich ergeben, dass sie nachher in St. Anton einen Bekannten gehabt haben und der hat mich gefragt, ob ich möchte arbeiten. Und da bin ich nachher hingegangen und gefragt, ob das möglich ist, dass ich arbeiten könnte bei ihm im Geschäft. Und hat er gesagt, ja, er kann sich das eigentlich gut vorstellen mit mir. Und im Intersport Arlberg bin ich gewesen, dort habe ich 4 Jahre verbracht. Und dann bin ich in Innsbruck gewesen und haben mir die Lebenshilfe in Innsbruck angeschaut. Das war im Juni 2009. Und dann haben sie angeschaut mit der Mama und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und nachher habe ich einmal 2 Monate geschnuppert und danach habe ich angefangen. Und danach hat es mir so gut gefallen, dass ich unter anderem meine Freunde kennengelernt habe. Und dann ist immer mehr geworden und immer mehr. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr arbeiten, ich bleibe da. Na schön. Und das heißt seitdem in der Lebenshilfe? Ja, genau. Seit 6 Jahren? Über 11 Jahre. 11 Jahre, genau. Ja, 11 Jahre. Okay. Wow. Da habe ich jetzt auf einen Rechner rein. Ja, nicht schlecht. 11 Jahre. Ich habe es mir davor noch gesagt, es war eigentlich ganz, ganz wichtig, wenn ihr es noch jemanden grüßen könntet. Gell? Ja. Florian, wen möchtest denn du grüßen? Also ich möchte begrüßen die Lebenshilfe Landeck. Und alle Bauern in Tirol. Und du, Marco? Ich möchte besonders meinen Freunden begrüßen. Also das ist in der Lebenshilfe Innsbruck da, die Mama. Und ganz besonders, wenn ich ganz, ganz, ganz persönlich grüßen möchte, das ist unser Freund und Wegbegleiter. Und besonders auch unser Vereinsmitglied, Günter Platter und Herwig von Star. Okay. Und
jetzt vielleicht, dass ihr auch noch einmal da ein bisschen zu Wort kommt, weil ich habe ja davor gesagt, wir seien ja eigentlich zu sechs da im Studio. Sag's doch auch noch ganz kurz euren Namen und Hallo, dass einfach die Leute ein bisschen was gehört haben von euch drei. Vielleicht fangen wir zuerst mit der Dame in der Runde an, mit der Martha. Hallo, einen schönen guten Abend. Ich bin die Mama von Florian und begleite jetzt den Florian seit 35 Jahren. Er ist 35 Jahre alt. Und ich darf sagen, nach 35 Jahren, wenn man Bilanz zieht, ist wirklich gelungen. Schön. Ja, nachher lassen wir vielleicht zuerst den Papa dann zu Wort kommen, den Andi. Ja, ich bin der Andi Bürstner, der Papa von Florian. Ich bin eigentlich sein ständiger musikalischer Begleiter und sein Chauffeur bei seinen Aktivitäten. Und wir werden uns nachher hören beim Stickel. Mhm. Und last but not least in Egon Lamprecht. Hallo, Egon Lamprecht. Ich bin der Obmann des Vereines und bedanke mich sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen. Uns freut es sehr, dass wir Gelegenheit haben, unsere Ideen ein bisschen nach außen zu tragen. Ja, das werden wir heute noch machen. Mhm. Ja. Ich würde sagen, bevor wir dann auf den Verein, auf diese Ideen und so weiter näher eingehen, spielen wir doch jetzt ein Stickel. Aber vielleicht zuerst noch ganz kurz, vielleicht kannst du uns das sagen nochmal, Andi. Das Lied, was wir am Anfang gespielt haben, das war ja eigentlich ganz ein besonderes Lied, gell? Ja, das Stück habe ich im Egon gewidmet zu einem runden Geburtstag und heißt Am Wiesenweg, was seine Adresse auch ist. Mhm. Okay. Und Am Wiesenweg, meine Damen und Herren, ist ja von dem her nochmal ganz, ganz interessant, weil Egon, ich glaube, das ist ja sogar die Vereinsadresse, oder? Ja. Also von dem her hat Am Wiesenweg nicht nur mit Egon was zu tun, sondern auch direkt mit dem Verein. Was spielen wir denn an dieser Stelle für ein Lied? Ja, ich darf jetzt vielleicht von der Bauerband mal etwas spielen, und zwar das Stück heißt, glaube ich, Albert. Oder ist das Shaker Willy Blues? Albert heißt das Stück, sagt der Florian. Mhm. Das ist das Lied, was ich auch im Rahmen von Licht ins Dunkle gespielt habe. Genau, ja. Okay. Thank you.
Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirad 105,9. Heute eine Live-Sendung, also Sie können gerne anrufen. Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11. Dann kommen Sie hier live ins Studio. Heute zum Thema Empowerment. Bei mir im Studio zu Gast die Vorstandsmitglieder des Vereins Tiroler Kerngruppe. Und so im Vorfeld hat mir der Egon, der Obmann, geschrieben, so in unserem neu gegründeten Verein Tiroler Kerngruppe geht es im Wesentlichen darum, Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, für andere Menschen mit Behinderung etwas zu tun. Und da möchte ich gerne den Egon zur Sprache bringen lassen. Vielleicht zuerst einmal, wie kommt man auf die Idee, so einen Verein zu gründen? Wieso habt ihr den Verein gegründet? Die Idee stammt von einem Geburtstagsfestel zu Ehren von dem Florian. Und das hat der Andi Birschner und die Martha Birschner gemeinsam mit dem Florian immer veranstaltet, jetzt schon viele Jahre. Und wir waren da immer eingeladen. Und da hat sich eine Kerngruppe gebildet. Nämlich der Florian, der Marco und ich. Und eines Tages ist der Florian gekommen und hat gesagt, so, wir sind eine Kerngruppe und jetzt wollen einmal wir was für andere tun. Wow. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, ja gut, dann machen wir das. Dann gründen wir einen Verein und schauen, wer da mitmacht und was könnte die Idee sein. Aha, für andere, also sozusagen Menschen mit Handicap sind für andere Menschen mit Handicap da und machen verschiedene Aktionen. Mhm. Florian, die Idee, was gerade so der Egon da beschrieben hat, oder? Die ist echt so ganz spontan von dir gekommen, hey, wir machen jetzt was für andere, oder wer? Ja. Wow, okay. Das heißt, hast du was anderes schon gehört gehabt oder gesehen gehabt, oder ist das echt gleich so, dass du denkst, na okay, und jetzt machen wir das? Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir anfangen haben, seit 2010, habe ich immer überlegt, dass ich den Verein gründen möchte, sind wir zusammengekommen miteinander, haben wir einmal im Frühjahr, im Mitte März, haben wir ein Vorbesprechen gemacht, wie die Feier vorbereitet. Mhm. So haben wir es angefangen im Jahr 2010. 2010 habe ich es angefangen? Ja, am Anfang. Boah, das ist ja 5 Jahre schon her. Lange Zeit. Aha, okay. Und Marco, wann bist du dazu gestoßen? War das auch schon gleich am Anfang, 2010 dann, dass du sagst? Nein, ich bin ein bisschen später gekommen. Und der Florian war eigentlich derjenige, was zu mir gesagt hat, du, Marco, du bist ein guter Freund von mir. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Ich habe gesagt, okay, redest du das mit dem Egon ab? Mhm. Und ich schaue um einen Termin. Und dann haben der Egon und ich und der Florian einen Termin gemacht beim Landeshauptmann. Und dann ist es so gut gekommen, dass der Tag da auf dem Tier war. Und der Egon und ich und der Florian sind nach ein paar Tagen drauf und dir eingegangen und haben die Statuten eigentlich unterschreiben lassen. Okay. So sind wir zum Verein gekommen. Du, und die Idee, da müssen wir gleich einen Termin machen, Landeshauptmann, ist von dir gekommen, oder wer? Die Idee war von mir, ja. Ah ja, okay, wow. Ja, auch nicht schlecht, oder? Dass man nachher gleich weiß, so geht man vor, oder? Und jetzt holen wir uns den Termin und jetzt gehen wir hin, oder? Ja. Das muss man einmal da tun, ja? Ich muss dazu sagen, es ist ja eine Vorgeschichte beim Günter Platter. Mhm. Also der Günter Platter war eigentlich in St. Anton in unserem Hotel Musikant. Mhm, okay. Und wir kennen uns auch schon ganz sehr lange schon und deswegen.
Ah ja, okay. Kenne ihn schon ein bisschen besser. Ja. Und dann habe ich gesagt, machen wir das auch so. Ja. Aber ich denke mal, das ist ja gut so, oder? Zu überlegen, wo habe ich so meine Verbindungen, wen kenne ich, wer könnte mir helfen, oder? An wen wende ich mich, oder? Ich denke mal, die Kompetenz zu haben, oder? Weil viele, sage ich mal, die haben irgendwelche Ideen, aber gehen nicht weiter, oder? Das heißt, die bleiben dann irgendwie stecken und sie denken sich, nein, und das schaffe ich sowieso nicht, und wen soll ich das sagen, und was soll ich jetzt da machen draus, oder? Aber so ist, hab's die Idee gehabt, Florian hat so die Idee beim Geburtstag, wow, helfen wir andere, oder? Du so, okay, gut, ich kenne den Plattner, da schauen wir gleich, da machen wir einen Termin aus, oder? Ist, boah, der sagt, hey, wir schauen, dass wir den Egon da jetzt aktivieren, oder? Egon kann uns helfen. Ich denke mir, die Kompetenz, wow, schön. Mhm. Jawohl. Ich muss dazu sagen, wenn ich nicht so einen guten Obmann hätte, nachher würde der Verein, glaube ich, nicht so gut laufen. Okay, ja. Egon, dieser Verein, ich habe jetzt erst so ganz kurz vorgelesen, aber für was ist der Verein nur generell da? Wir überlegen uns Aktivitäten, die wir selber gut gestalten können. Das heißt, mir geht es darum, die beiden zu begleiten. Sie bringen Ideen ein, sorgen für bestimmte Identität, zum Beispiel den Ankauf von Vereinsjacken oder T-Shirts mit einem bestimmten Emblem drauf. Und damit treten wir nach außen und machen soziale Projekte, so Weihnachtsaktionen, zum Beispiel für das Sozialzentrum in Mils, wo wir so 150 Sackeln jetzt letzte Weihnachten gefüllt haben mit Spenden. Und die beiden mobilisieren andere Freunde, Verwandte, Bekannte, treiben Spenden auf und treffen sich wirklich selbst organisiert und eigenverantwortlich in einer großen Verlässlichkeit und mit Ideenreichtum und setzen das um. Man hilft im Hintergrund natürlich, alle sind in wunderbare Familien eingebettet, das muss man schon mal sagen, auch vom Freundschaftskreis her. Aber die beiden haben die Ideen und wir helfen halt im Hintergrund ein bisschen dazu, das umzusetzen. Und das gelingt sehr, sehr gut. Ist das schwer, Florian? So, weil das klingt schon auch nach einer ziemlichen Arbeit, oder? So wenn der Egon sagt, es mobilisiert so eure Freund, es schaut Spenden sammeln, wo kriegst Geld und so weiter her, oder? Dann auch schon allein das Überlegen, was war gut, oder? Wie machst du das? Ist das schwer, Florian? Na, so schwer ist das nicht. Weil ich habe mir auch gedacht, ich bin jetzt seit 6 Jahren der Kassierdirektor vom Verein. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, dass man miteinander, was der miteinander irgendwo muss man uns treffen, selten mal zu Weihnachten treffen wir uns bei der Volksversammlung im ländlichen Luganda, machen wir so ein tolles Weihnachtsessen, das die alles veranstalten und lade alle per E-Mail ein. Okay, wow. Ja. Marco, was für die Überwindung, was schwer, so die Rolle dann einzunehmen, zum Beispiel Leute zu mobilisieren, dann zu überlegen, wo kriegen wir Unterstützung und so weiter? Oder ist das auch was, wo du sagst, nein, ich bin einfach so, das gehört ganz locker? Ich bin eigentlich auch schon ein lockerer Mensch gewesen. Und ja, ich muss dazu sagen, mich hat eigentlich der Ego ein bisschen motiviert dazu. Mhm. Und ich bin froh, dass ich so eine Hilfe habe mit dem Ego. Und unter anderem auch mit Florian, weil der Florian hat mich eigentlich in dem Verein dazu mit eingezogen. Und der Florian, ich muss sagen, ich kann nur noch einmal dich erwähnen und Danke zu sagen, ich bin richtig stolz, dich als Freund zu haben. Mhm. Ja, schön. Denk mal, sowas zu hören, ist schon auch ganz was Schönes, oder, Florian? Ja, ganz schön. Mhm.
Vielleicht spielen wir doch an dieser Stelle so das Lied ein, was wir recht angekündigt haben, oder? Ja. Wo ich es zwar gesagt habe, also du, Florian und dein Papa, der Andi, dass ihr gerne live in der Sendung was spielen möchtet. Mhm. Was spielt es jetzt da für Lied? Was ist denn das? Also das Stückel, was mein Papa das kombiniert hat, das heißt Startlustig. Okay, und vielleicht beschreib's ganz kurz noch in die Leute, die was jetzt da von Radiogeräten machen, eure Instrumente, gell? Weil das, was du jetzt in der Hand hast, habe ich so noch nie gesehen. Was ist denn das alles? Das ist eine Mautrommel, die haben die gleichen verschiedenen Töne, so wie die Zirchorgel. Ja. Das ist ein Spiel. Und das ist ja nicht nur eine Mautrommel, meine Damen und Herren, sondern das sind, wie viele sind denn das? Sechse, oder? Oder? Ja, sechs Stück. Das sind sechs Stück, ja. Und die sind mit Holzplatten miteinander verbunden, in so einem, wie so einen kleinen, fast ein Halbkreis, nicht ganz, oder? Mhm. Und ich denke mir, das zu koordinieren, oder? Wann muss ich was spielen, muss ja gar nicht einmal so leicht sein, oder? Mhm. Wie lange hast du da gebraucht, dass du das so einüben kannst, Florian? Also das habe ich, also zuerst habe ich mal mit dem Papa mal probiert, ob das gut passt. Da haben wir alle fleißig geübt. Jeden Tag. Und mein Papa hat mir erzählt, was man alles da tut. Und es hat mir alles, also gesagt, wenn der Papa mit Gitarre spielt, dass er die Melodie spielt und ich dazu mit dem Matommel. Mhm. Ja, okay. Ja, dann freuen wir uns drauf. Schön. Zwei, schauen, dass ich ein bisschen das Mikrofon da verstelle, meine Damen und Herren, wenn es ein bisschen. So ein bisschen kraschelt oder was, keine Sorge. Das ist einfach, dass ich das Mikrofon verstelle, dass wir das gut hören können. Ich glaube, wir müssen schon klatschen da drinnen, oder? Ja, hey, wow. Also wie gesagt, Premiere, meine Damen und Herren, ein Live-Stück hier in der Sendung, das war noch nie. Ja. Wie gesagt, vergessen Sie es nicht, Sie können gerne anrufen. 0512 56 02 91 11, und dann können Sie gern mit den Vorständen vom Tiroler Kerngruppenverein reden. Ja, ich glaube, ganz, ganz spannend. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage. Ja, oder vielleicht wollen Sie eine Rückmeldung geben. Ganz gerne. Andi, wie kommt man drauf, so ein Lied zu komponieren? Du komponierst ganz viele Lieder. Oder? Ja, das ist jetzt keine Komposition in dem Sinn. Das ist jetzt ein Jodlermotiv, das ich gemacht habe. Zuerst eine getragene Weise und dann einen rhythmischen Teil dazu. Das ist eigentlich, der Florian hat gesagt, Komposition, aber das ist ja eine Volksweise eigentlich, das ist nicht von mir. Hingegen das Stück von Egon, das
habe ich zuerst geschrieben, ja, ich mache mehr für Saitenmusik. Und der Florian begleitet mich immer bei meinen Übungsarbeiten. Der ist schon in der Schule, wenn ich Posaune geübt habe, ist schon mit und hat mit einer kleinen Trommel mitgespielt. Und hat wie ein Metrum, da hast du keinen dazu spielen, der hat ihn nie aus dem Deck gebracht, der hat gekocht und mitgespielt. Mhm. Und mittlerweile spielt das komplette Schlagzeug auch bei der Bauerband. Und dann wollte er eine steirische. Und ich habe eine gebrauchte Dreireihige gesucht, keine gefunden. Dann hat er gesagt, ich kaufe mir eine neue. Und jetzt hat er eine gute steirische aus der Steiermark und spielt schon einige Stücke. Wie zum Beispiel drauf haben wir, ich glaube, die Flotte Polka. Mhm. Das wäre ein steirisches Stück für ihn, muss man noch später vielleicht noch hören. Genau, da werden wir auf alle Fälle schauen, dass wir das noch einspielen. Ja, aha. Ja, schön, schön. Dass das vielleicht das nächste Stück auch nachher da auch sein wird, genau. Das werden wir uns auf alle Fälle da aufgehalten. Mhm. Wir waren zuerst so bei eurer Gründerzeit, oder? Vom Tiroler Kerngruppenverein, von Florian seiner Idee. Im Rahmen von einer Geburtstagsfeier gründen wir doch einen Verein, oder? Motivieren wir doch andere Leute, helfen wir doch andere Leute, oder? Und dann mit Backup Platter, mit Backup Egon Lamprecht dann so diesen Verein dann ins Leben gerufen, ja? Du hast gesagt so, Egon, die letzte Aktion, die letzte Weihnachtsaktion war so in diesem großen Rahmen, so diese Weihnachtsgeschenke, was du verteilt hast? Genau. Wir haben gesagt, dass wir Sackl machen, 150. Und haben einen, den Kiltverein Innsbruck gefunden, der uns die genäht hat. Mhm. Ganz aufwendig und wunderschön. Und jetzt haben wir Sackeln, die wir jedes Jahr füllen können und irgendjemanden verschenken können. Und die Inhalte sind jetzt halt kulinarisch und Nüsse und so, aber auch viele Sachspenden, insgesamt immerhin 3.000 Euro Sachspenden, die wir dort abliefern konnten. Und dann hat es begonnen, Kreise zu ziehen. Dann waren wir in der Hauptschule in Wenz. Die haben spontan gesagt, das hat uns gefallen, wir haben gehört von einer Reaktion. Wir wollen auch spenden, bitte bringt uns das hin. Mittlerweile sind diese Schülerspenden auch im Asylantenheim in Telfs gelandet und natürlich im Sozialzentrum Mils. Wir machen Wanderungen, wir machen Aktivitäten musikalischer Natur und haben für nächstes Jahr ein größeres Projekt vor, wo wir eine Woche in der Steiermark gestalten wollen und Menschen mit Behinderung dort treffen wollen, musikantisch auch ansprechen wollen. Das heißt, wir wollen mit Menschen mit Behinderung dort musizieren. Und ihr habt es eh gesehen, wir haben da einen ganz großen Background, der musikalischen, den nützen wir aus. Und unsere beiden Organisationsgenies. Und gemeinsam werden wir das sehr gut schaffen. Ich freue mich schon drauf. Ja, schön, schön. Denkt man, das wird sicher ganz, ganz was Spezielles, oder? Egon, sucht es da noch was für diese Aktion oder generell? Es ist zum einen ja so, wie ich sag, so diese, ja, diese Aktionen, was immer wieder mal, ja, macht, da wo euch Leute unterstützen können, aber wäre so Möglichkeit auch, wenn der eine oder die andere sagt, ich hätte Zeit, ich hätte Lust, ich möchte mich gerne irgendwie einbringen? Genau, so ist. Es ist natürlich schwierig für eine Woche jemanden zu finden, der mitfährt und sagt, ich betreue Behinderte ganz spontan, ich mache da mit, ich unterstütze das, weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich stelle jetzt 5 Tage zur Verfügung, damit das Rahmenprogramm möglich wird, damit wir dort mobil sind, damit wir Leute treffen. Es braucht einfach Leute im Hintergrund. Wir haben ganz gute und schon recht viele. Aber wir brauchen jedenfalls noch, wenn das möglich wäre, jemanden, der sagt, da mache ich auch mit. Okay. Und wenn sich da der oder die eine oder andere eben darüber aussieht und sagt, ja bitte, ja sicher, und ich
habe auch die Kompetenzen, ich traue mir das zu und ich würde gern die Zeit zur Verfügung stellen. Auf der Homepage von dieser Sendung www.sinn-los.at, meine Damen und Herren, finden Sie dann auch zum einen diese Sendung zum Nachhören und auch die, Egon, ich habe da so eure Vereinsadresse reintan, ich habe da eine Telefonnummer reintan, Homepage, was ich höre, ist genau. Im Entstehen, oder? Ja, ja, wir wollen jetzt eine Homepage machen. Genau, also das heißt, meine Damen und Herren, vielleicht, wenn Sie jetzt die Sendung nachhören, gibt es die Homepage sogar schon, oder? Und wenn Sie reinschauen, dann sehen Sie die schon. Schauen wir mal, ja? Ja, vielen schön. Dank. Schön. Meine Damen und Herren, wenn Sie vielleicht an diesem Thema noch weiter interessiert sind, ich sage mal, dieses Thema Kerngruppe, da werden wir jetzt sicher noch ein bisschen drüber reden, aber ich sage mal, auch Behinderung als Thema. Jetzt rein im Rahmen von dieser Sendereihe Der existierende Mensch habe ich am 11.11.2012 eine Sendung gemacht zum Thema Behinderung und Sinn. Da war die Frau Mona Schneck-Schihab, eine Psychologin, bei mir zu Gast und da haben wir ganz viel so in Richtung Behinderung geredet. Und vielleicht auch nochmal ganz interessant, am 15. Juni gibt es hier auf Freirad ein Uni-Magazin und da wird ein Verein vorgestellt, was ich ganz interessant finde, der heißt Tirol Unlimited. Und dieser Verein, da ist praktisch ein Reisebüro, so das erste Reisebüro Tirols für Menschen mit Behinderung. Ja? Und das wird da vorgestellt. Und ich denke mir, ganz, ganz spannend. Da geht es um barrierefrei, es geht um mehrtägige barrierefreie Actionurlaube, Paragliding, Rafting, Handbiking, ganz viele so Sachen. Und ich glaube, das könnte eine ganz interessante Sendung dann auch sein. Ja? Florian, Marco, jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, gell, ist ja die Zeit, die rennt richtig. Gell. Jetzt haben wir es. Ja, 12 vor Punkt. Das heißt also, wir können gar nicht mehr so viel reden. Wir haben zuerst gesagt, ich wollte jetzt unbedingt noch das eine Lied einspielen, oder? Die Flotte Polka. Ja? Mit 1 Minute 20, die hätten wir noch Platz, dass wir danach noch ein bisschen reden. Spielen wir die vielleicht an der Stelle ein, oder? Passt euch das? Mhm. Okay. Mal schauen Sie, meine Damen und Herren, Live-Sendung. Jetzt habe ich gerade den Anschluss richtig verpasst. Und wie Sie es gehört haben, so bei der Flotten Polka, am Anfang war auch ein kleiner Lapsus, dass ich ein zweites Mal gestartet habe. Aber Sie hören, es ist wirklich eine Live-Sendung. Also wir haben da nichts vorher aufgezeichnet und sagen nur Live-Sendung, sondern es ist eine Live-Sendung. Ja, Florian, was wäre denn dir jetzt am Ende von der Sendung noch ganz wichtig? Was wäre so das, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne noch sagen über Radio? Also ich möchte nur sagen, was ich noch ganz gerne tue, weil ich mache jedes Jahr im Sommer, im Juli, mache ich so eine Sommerbewanderung, die alle Leute, die ich eingeladen habe,
und ja ganz gerne kommen, möchte mir bedanken, die so viel dabei sein, mache Danke sagen, dass sie kommen dürfen und auch bei meiner Geburtstagsfeier. Und danke mache ich auch noch sagen bei meinem Verein. Ich bin sehr stolz, dass ich Marco in Ehren habe. Mal so bin ich stolz, dass ich jede Hilfe habe, jede Unterstützung habe, die für mich Zeit haben bei sämtlichen Veranstaltungen, was wir machen mit dem Verein. Es ist mir eine sehr große Freude. Mhm. Marco, was wäre dir nur wichtig am Ende von der Sendung? Ich muss dazu sagen, ich darf mir wünschen, in der Sache, dass ein paar neue Mitglieder sich melden beim Egon oder beim Florian oder bei mir oder wie immer. Vielleicht bei der Martha oder bei Andi oder wie immer. Für mich wäre es vielleicht ideal, wenn der Verein immer wieder mehr wachsen darf. Weil so könnte man neue Mitglieder kennen oder neue Leute kennen, die was vielleicht etwas Neues haben wie mir. Mhm. Ja, schön. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich glaube, ich habe Ihnen am Anfang nicht zu viel versprochen. Es war wirklich eine ganz, ganz eine interessante Sendung und wie gesagt, so eine Premiere-Sendung mit einer Live-Musik. Ja, schön. Herzlichen Dank euch zwei, gell, dass so, so mutige Awards da wirklich live in der Sendung gespielt habt. Also, wow. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird sein am 6. August von 20 bis 21 Uhr und dann in Wiederholung am 10. August, am Montag von 10 bis 11. Und dann wird bei mir zu Gast sein Oscar Hermes Castro. Und Oscar, der hat ein ganz kleines Lokal in Pradl aufgemacht mit einem ganz interessanten Konzept. Aber er ist ja im Hintergrund Sozialwissenschaftler und es geht um so die Überschrift Glücklich sein und Sinn. Also schalten Sie da wieder ein. Ich glaube, das wird auch wieder eine ganz interessante Sendung. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle einen sinnvollen Abend, aber ich möchte gerne meine ganzen Gäste auch noch kurz zu Wort kommen lassen. Sag's vielleicht noch kurz, Pirti. So, auf Wiedersehen. Es war unsere Ehre, bei Ihnen zu sein. Danke. Danke vielmals. Also ich muss mich auch als Mama und Helferin bei dem Verein ganz, ganz herzlich bedanken. Auch für unseren Leiter der Sendung. Ich bin eigentlich begeistert von dir und wünsche mir mehr solche Freunde, die uns ein Ohr schenken. Danke. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich bedanke mich beim Florian, beim Andi, bei der Martha, beim Egon und bei dir, Markus. Ich sage vielen Dank, dass wir können bei dir dürfen sein. Und es wird nicht das letzte Mal sein bei dir. Danke. Ja, danke euch auch. Also Egon, du kommst noch kurz. Ganz kurz, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, uns aufmerksam zuzulassen. Und wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere sich bei uns meldet. Und als Abschluss spielen wir die Lieder Tritt ins Licht, oder, wenn ich es richtig habe. Und dann wäre auch noch, vielleicht wenn ein bisschen Platz da ist, da auf Marco sein Wunsch, oder, dem Land Tirol die Treue. Ja, okay. Bunte Farben, buntes Leben, helles Lachen, frohes Streben, Kinderwelt, ja, ja, so groß und schön, doch ein Gefühl.
Lebenslicht.